Das kommt nicht darauf an, der dritten Welt mehr zu geben, sondern ihr weniger zu stehlen. Hier ist wieder Pedro von Draufsicht. Heute rede ich mit dem linken Abgeordneten Nima Movasad. Guten Tag. Willkommen. Was halten Sie von dem Konzept von Entwicklungszusammenarbeit, also als solches? Also es gibt viel berechtigte Kritik an der heutigen Art der Entwicklungszusammenarbeit, weil die natürlich, also ich meine, historisch kommt sie natürlich daher, dass man verhindern wollte, dass also arme Länder sozusagen in die Sphäre der Sowjetunion wechseln. Also sozusagen, also es ging sozusagen tatsächlich darum, den Machtanspruch des Westens durchzusetzen, und das eben war Entwicklungshilfe, sogenannte Entwicklungshilfe, ein Instrument für. Das ist ein Kritikpunkt natürlich, wo sie herkommt. Zweitens muss man natürlich sagen, es ist natürlich nicht so, dass jedes Projekt schlecht ist etc., was stattfindet. Es gibt viele gute Sachen, aber es fehlt die Kohärenz. Also wir haben, es bringt natürlich niemandem was, wenn irgendwelche Kleinbauern in Ghana ausgebildet werden, wenn gleichzeitig über die Handelspolitik der ghanaische Markt mit Hähnchenresten aus Europa überschwemmt wird. Ich glaube, noch mehr Entwicklungsgelder sind nicht unbedingt die Lösung, sondern die zentrale Lösung muss sein, eine andere Handelspolitik zu machen, eine andere Außenwirtschaftspolitik zu machen. Während Pedro sich auch mit deutscher Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt, bin ich schon auf dem Weg nach Brasilien, um mir dort ein Bild zu verschaffen von der anderen Seite der Geschichte, also davon, was Entwicklung für Menschen in Brasilien bedeutet. Eingeladen wurde ich, zusammen mit ein paar anderen MitstreiterInnen aus verschiedenen Ländern Europas, von einem Dorfvorsteher des Volkes der Guarani Kaiowá, dem größten indigenen Volkes Brasiliens. Jetzt im Westen Brasiliens angekommen, kriege ich erstmal einen Eindruck von dem Ausmaß der industriellen Landwirtschaft, die den Brasilianern Entwicklung und Wohlstand bringen soll und uns ins Europa die nötige Soja und den Mais für Viehfutter und Biosprit. Wie beurteilen Sie die entwicklungspolitischen Projekte, die jetzt von Deutschland gefördert und in Brasilien stattfinden? Wenn man sich genauer anschaut, was dort passiert, dann werden Unternehmen wie Bayer, BASF und Co. dort als Entwicklungshelfer eingesetzt, Agrarkonzerne. Und die haben natürlich kein Interesse daran, Kleinbauern auszubilden und zu unterstützen, sondern da geht es natürlich um den Aufbau einer industrialisierten Landwirtschaft. Und die wirft viele Probleme auf. Erstens, für die industrialisierte Landwirtschaft braucht man weniger Arbeitskräfte. Das heißt, Menschen werden arbeitslos, werden aus dem kleinbäuerlichen Betrieb vertrieben, gehen in die Städte und finden dort keine Arbeit. Dann entstehen zum Beispiel Armenviertel, ja, wie zum Beispiel Brasilien in Favelas. Es schafft Fluchtursachen, weil Menschen finden in den Städten keine Arbeit. Das kann ein Grund sein, sich auch zum Beispiel in Richtung Europa auf den Weg zu machen. Dann hat diese Industrialisierung der Landwirtschaft ein drittes Problem, natürlich die Umweltfolgen. Sie ist wesentlich umweltschädlicher als die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und viertens ernährt sie gar nicht unbedingt viel mehr Menschen. Denn die industrialisierte Landwirtschaft neigt dazu, die Produkte dorthin zu verkaufen, wo sie am meisten dafür verdient. Und das ist meistens auch Europa, als Agrosprit, als Viehfutter etc. Das heißt, real werden die Menschen vor Ort auch nicht satter. Und ein weiteres Problem, was natürlich mit dieser Industrialisierung einhergeht, ist oft Landraub. Weil damit man diese großen geschlossenen Flächen bekommen kann, muss man Menschen vertreiben häufig, ja. Offiziell kriegen die vielleicht eine Mini-Entschädigung, die aber gar nicht das wettmacht, dass sie das Land verloren. Homem e quase 90 mulheres. A gente deixamos do outro lado as crianças e todas as coisas que tinha do menor de idade. Coisa do fazenda tudo lá, né? Tem que ser o fazenda, tem que ser tirar tudo. Fazenda só bebê, quantas pessoas que matou, né? 9 pessoas, bastante, né? Só que é triste assim. Die Gewalt, die Indigenen im Namen von Entwicklung angetan wird, ist hier in Mato Grosso do Sul, im Zentrum des Agrobusiness, leider besonders verheerend.
Deshalb möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, mit den Menschen, die wir hier in den zurückbesiedelten indigenen Dörfern treffen, danach zu fragen, was für sie Entwicklung bedeutet. Sobre o desenvolvimento. É, desenvolvimento. É progresso, não sei. É, o que chamam de progresso, de desenvolvimento, isso que chamam disso, Luca. Ela quer saber de plantação, o que é? Eu acho que ela quer saber se o que chamam de desenvolvimento é bom para as comunidades indígenas. Cultura. Cultura. Sim, tem sustentabilidade para plantar. Plantação, né? É isso que ela quer saber. Assim, existe uma ideia de que no mundo existe uma ideia, né? De que temos que ser desenvolvido, trazer progresso. Então tem gente que fala que então tem que construir edifícios porque isso é progresso, né? Tem que fazer muitas plantações porque isso é progresso. E como você acha que esse progresso é importante, se esse progresso prejudica os povos indígenas, o que é para os povos ou para o povo Guarani Kaiowá viver bem? Se precisa desse progresso para viver bem. Você não precisa. Precisa sim. Deixa eu explicar isso aí. Não entende mais ou menos. Com licença, cacique. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada. Eu sou Circe, sou primo dele. A gente respeitamos fazendeiro, a gente respeitamos agricultor, a gente respeitamos sitiante, a gente respeitamos a colonização. Aquele que destrói a nossa natureza. Por isso nós queremos 12.190 hectares, só isso, e mais nada e nem menos. Por isso nós queremos desenvolver. Desenvolver por quê? Queremos plantar milho, saborosa, queremos plantar tal de andaí, abóbora, morango, timorotim, que é aquele que estava o milho, saborosa. Nós queremos desenvolver para poder fazer progresso. Aquele que está fazendo progresso é o nosso lombo. Obrigada. Vale 200 mil um hectare. Aí por essa razão todo a gente não chegou a acordo. She was answering more to the a good way of life, a good life for everybody that is living here. They cannot live like that because of the problems that they have had in the 4 years of attacks and all this. For them, this of course is the it's not Nyandere Kopone. It's not the good way of living. Auf dem Weg zurück nach Sao Paulo ist noch eine Frage offen. Wenn für Gemeinschaften, die von unserem Entwicklungsmodell in ihrem Leben und ihrer Lebensweise gefährdet werden, gutes Leben etwas ganz anderes bedeutet, wie können wir uns dann dafür einsetzen und wie dazu zusammenarbeiten? Bei dem Besuch eines indigenen Dorfes inmitten von Sao Paulo bekommen wir darauf noch ein paar beeindruckende Antworten, die letztlich vor allem auch darüber zum Nachdenken anregen, wie wir uns auch um unsere eigene, ganz naheliegende Umgebung kümmern. Nós, povos indígenas, fazemos uma luta para que a gente consiga manter o nosso lugar, para que a gente consiga viver no nosso território. Nós somos o protetor da natureza. Nós que protegemos natureza e rios. Aí a gente está fazendo a luta para recuperar a terra de novo. Fazer retomada. Isso tudo vinha trazendo, era um pacto de enfermidades, doenças, né? Violência, exploração que vinha acabando com isso. E já tem um projeto que já vai para 2 anos, então. Só que mandei parar, porque se eu não estiver lá para acompanhar, eu não posso deixar a mão do outro. É diferente.
dentro da cajeta. Que aí seria essa mesma cena que ele está explicando, que o pajé levanta para cantar, os guerreiros levantam junto também para fortalecer as mulheres, e as mulheres vice-versa também fortalecer. No meio da cidade tem que sofrer e sangrar até a morte. Não sou pior nem melhor do que o Juruá, mas quando é crime contra a Buá, Guarani não dá hipótese nem destaque no jornal. A planta com a por palma e passar. Ele tem muito a ensinar aos dominicanos. Uma delas é a relação com a natureza. Como que você pode, não nem obter, como que você pode, a partir do partilhamento com a natureza, ter ervas medicinais, raízes medicinais, né? Como que você pode usar a energia das águas, né? sem você ter que represar um rio necessariamente. Uma das coisas que nós mais precisamos é o apoio nacional e internacional à nossa luta, ao nosso direito ancestral, congênito, ao território, né? E nós podemos conviver com os nossos territórios ancestrais sem sermos agredidos pelo Estado.